Da es so aussieht, als würdet ihr eine Weile bleiben, schlägt Wissa vor, der Gemeinschaft einen Namen zu geben. Wie soll sie heißen? Pum, pum, pum. Wir sind die Chaos-Fraktion. Weiter geht's. Ja. Nehesi nimmt seinen Platz ein und schießt jetzt auf das Reh. Und trifft nicht. Zwei Stück haben wir, glaube ich, angewählt. Gibt es hier was anderes? Guck mal, hier ist eine Bock-Bock. Wir nehmen mal Bock-Bock. Wir nehmen die beiden mal. Das ist vielleicht besser. Ein bisschen Schiss. Hier sind zu viele Rehe, dass die uns denn angreifen. Den Truthahn da. Was war das? Und der Stahlstachtel wird gewonnen. Nicht konstruieren. Ah, okay. Ja, manchmal versagen die Damen und Herren auch. Und dann muss halt nochmal Material angeschafft werden. Passiert. Sind halt nicht perfekt, die Charaktere. Konstruktion 6, aber ist in Ordnung. Und wie schnell es hochgeht, die Konstruktion. Wahnsinn. Können wir auch gleich einen Schlachtertisch einstellen? Aufgabe: Schlachte Kreaturen. X-mal. Keine menschlichen Leichen, aber sämtliche Tierleichen. Genau. Genau so ist das. Ja, so langsam nimmt es Formen an. Ja gut, er ist fast fertig hier mit dem Raum hier oben, wo wir den Forschungstisch reinstellen werden. Müssen halt, solange du kein Labortisch hast, ja. Aber wir müssen dann forschen, damit wir weiter super schöne Sachen bauen können. Ich habe ein bisschen Schiss, wenn die ersten Angreifer kommen, dass sie hier reingehen. Bedeutet, wir machen mal hier. Struktur. Eine Stahlwand rein. So machen wir das mal. Und wir machen zur Sicherheit, machen wir hier mal. Okay. Ah, wir haben zu wenig Stahl. Natürlich doof, ja. Dann müssen wir halt hier den Raum etwas vergrößern, weil wir haben ja hier Stahl gefunden. Dann müssen wir das halt abbauen. Stahl ist ganz, ganz wichtig. In vielen Sachen ganz, ganz wichtig. Was haben wir hier? Silber. Silber ist auch sehr gut. Ah, hier waren ja auch noch komprimierter Stahl. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig am Anfang. Nicht nur am Anfang, auch später, weil es wird ja nicht weniger Stahl, wenn man mehr Solarpanels baut oder nachher die Geysire baut oder dann kann man sich nachher noch Waffen bauen und automatische Geschütztürme bauen und so weiter und so fort. Dafür braucht man mega, mega viel Stahl. So, haben wir jetzt irgendwas? Ja, wir haben den ersten Truthahn erlegt. Truthahn tot, tiefgekühlt, verdirbt nicht. Das ist unser schöner Kühlschrank. Jetzt müsste eigentlich derjenige, der hier kocht. Genau. Zack. Der Truthahn zerkleinert. Sehr schön. Da haben wir Leder. Truthahn-Leder. Daraus können wir uns Klamotten nähen, wenn wir nachher eine Nähmaschine haben. Oder einen Nähtisch. Jetzt wird da gekocht. Und da haben wir eine Mahlzeit. Wenn die jetzt dort ankommt, auf unseren Lagerplatz, dann haben wir da eine einfache Mahlzeit. Super, das funktioniert. Er baut die Mauer dahin. Super. Sollten die
Gegner nur noch von hier reinkommen können. Hier können sie sich auch rein sprengen. Habe ich auch schon gesehen. Die haben Granaten. Und dann schmeißen sie die Granaten irgendwo hin und kommen dann andere Wege rein. Also hier sollten wir auch nochmal eine Mauer denn hinziehen. Aber wir warten erstmal ab. Guck mal, hier haben wir eine Ratte und ein Eichhörnchen. Wo ist denn? Ah, er ist gerade, wa? Schieß mal das Eichhörnchen. Obwohl, nee, das ist bei uns hier drinnen nicht, dass wir unsere eigenen Leute treffen. Oh doch, jetzt macht das doch. Sei mal Schiss, dass wir die eigenen Leute treffen. Und jetzt wäre es fast soweit gewesen. Wisser läuft durch und kriegt eine auf den Kopf. Nee, wir schießen hier nicht drinnen bei uns. Dann war hier ist noch ein Vögelchen. Warum hat eigentlich Nehesi das Tier nicht selber getragen? Ist er kein Träger? Arbeit. Doch, ist er doch. Der beste Schütze ist er nicht. Aber gut. Er wird schon irgendwas Leckeres nach Hause bringen. Hier wird fleißig noch gekocht. Er baut hier den Stahl ab. Das ist sehr gut. Aber wir müssen da jetzt wieder die Wand dann zumachen. Und unser Raum weiterhin besteht. Ein verrücktes Tier. Eine Ratte, die durchdreht. Eine Ratte, die auf Menschenjagd ist. Ja, die wird jetzt straight zu uns hinlaufen und will uns irgendwie auf die Nase hauen. Wenn Nisi fertig ist. Oh, dann machen wir mal Kampfmodus. Stellen ihn hier hin. Wenn die Ratte kommt, sollten wir der Ratte eigentlich auf die Nase hauen. Da kommt sie angerannt, die Ratte. Na, triff doch mal. Jawohl. Jawollo. Kampfmodus beenden und jetzt kannst du die Ratte in den Kühlschrank bringen und damit haben wir eine neue Ration zum Kochen. Wir haben hier echt eine schöne Stahlader gefunden. Das gefällt mir. Und er kann noch ein paar Tiere schießen gehen. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Eine Schildkröte, ein Biber. Die sind mir noch zu gefährlich. Haben wir auch noch einen Truthahn, aber in der Nähe der ganzen Rehe, da habe ich Schiss vor. Guck mal, hier haben wir noch ein schönes Tierchen. Ein Alpaka. Alleine. Das sollten wir hinkriegen. So, ist der Raum jetzt hier end. Achso, er macht ja jetzt da die Stahlader. Holzwand. Erstmal wieder zumachen. Und er schießt wie ein Verrückter. Der beste Schütze ist er noch nicht, aber es sollte werden. Da kommt jetzt die Ratte auf den Tisch. Da haben wir jetzt Rattenleder? Ne, Rattenfell. Okay. Müsste dann auch mal sauber gemacht werden. Arbeit. Reiniger. Machen alle drei, das ist gut. Reinigen ist immer wichtig. Damit die Leute sich wohlfühlen. So, wenn du da mal fertig bist mit deiner. Oh, geht noch weiter der Stahl. Das ist super. Guck mal, wie viel Stahl wir jetzt schon haben.
Auf jeden Fall dann noch neue Batterien bauen, neue Solarpanels, dass wir halt wirklich einen Puffer haben. Es gibt ja auch Mondfinstern oder Sonnenfinsternis, besser gesagt. Dann hat man halt tagelang keine Sonne. Dann steht man da, wenn man keine vernünftigen Batterien zu Puffer hat. Schwierig. Vor allem, wenn man dann die Verteidigungslinien hat und keinen Strom, dann wird es richtig amüsant. Hier drin, komprimierte Bauteile ist auch wichtig. Haben wir aber noch ein paar. 32. Ja, wir spulen mal wieder vor. Dann nicht gucken, wie die Jungs schnarchen. Hier war schon das Alpaka. Der nächste Tag bricht an. Und sie essen erstmal gemeinschaftlich am Tisch. Sehr schön. Noch was zu futtern. Und er macht sauber. Das ist schön. Das ist schön. Sachen können dann erstmal wieder raus. So, da bauen wir auch noch eine Lampe mal rein, damit es da in dem Raum auch ein bisschen beleuchtet ist. So, der Stahl sollte erstmal reichen. Ist in diesem Moment. So, jetzt haben wir den Raum hier fast fertig. Da können wir auf jeden Fall schon mal Produktion, den einfachen Labortisch hinstellen. Sehr wichtig. Und dann kann sich dann einer ums Forschen kümmern. Der da wäre. Wisser. Machen wir auf 2. Haben wir Silber, genau. Auch wichtig, wenn wir Sachen kaufen müssen. Oh, was passiert? Schnell mal auf Pause. Wanderer bleibt. Wir haben einen neuen Dorfbewohner namens Morse. Ist angekommen und tritt der Kolonie bei. Er ist ein Charity Worker. Was kann er denn? 39 ist er, das ist gut. Soziale 11 ist super. Kann ein bisschen mit Tiere, Medizin. Naja, ist jetzt. Kann aber nicht kämpfen. Kann nicht kämpfen. Verweigert, gewalttätig, furchterregend, Feuer löschen. Ist ein Masochist, hitzetolerant und ein Pyromane. Na, da haben wir ja einen netten Bewohner erhalten. Na gut. Er kann aber reinigen. Das ist schon mal für ihn gut. Dann können wir die anderen nämlich auf 3 stellen. Dann wird es unser Reinigungsfuzzi. 3 in Forschung. Ist natürlich auch für ein Po. Handwerk kann ein bisschen. 3. Dritterisch begabt. Naja. Er hat zwar eine Menge Flammen, aber die Flammen sind halt alle noch recht bescheiden. Feuer. Er ist Pyromane, aber löscht kein Feuer. Na gut. Arzt kann er auch nicht, soll er auch sein lassen. Naja, also so wirklich nicht mal Bergbau kann er. Da kann er helfen. Mechaniker 2, Bauarbeiter. Irgendwie ist es echt eine Pappnase. Aber na gut, ist einer mehr in unserem Team. Das zählt ja. Und zur Not wird es halt nur der Träger, der halt wirklich nur von A nach B läuft, um Sachen zu tragen. Das machen wir auch mal. Er ist Reiniger und Träger vorerst. Ganz wichtig. Bergarbeiter soll nicht. Er soll tragen. Er soll einfach nur tragen. Tragen, tragen, tragen. Tragen. Obwohl, Bergarbeiter machen wir trotzdem. Falls wir Hilfe brauchen, um da voranzuschreiten. Aber ein Träger ist auch in Ordnung, da kann er über die Karte laufen. Ja. Er hat aber, er kämpft nicht, aber hat einen Granitknüppel in der Hand. Na, immerhin. Mehr haben wir halt noch nicht an Utensilien.
Daher ist das okay. Wo ist er denn eigentlich? Da kommt er angelaufen. Da angelaufen. Gut, weiter geht's im Geschäft. Der Forschungstisch steht. Wir müssen also eine Forschung einstellen. Und zwar wäre ich dafür, wir nehmen Grundlagen Mikroelektronik. Das machen wir. Und los geht's. Wer ist unser Forscher? Wisser. Wisser wird also gleich forschen. Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Wisser muss Koch auf 2 haben und Forscher hat er auch auf 2. Er würde aber erstmal kochen, würde ich sagen. Wenn wir nichts zu kochen haben, forscht er. Aber im Moment haben wir nichts zu kochen, deswegen sollte er eigentlich an den Forschungstisch. Funktioniert. Und damit geht das Forschen los. Super. Wie viel hatte er denn in Forschung? 10. Das sollte ja flott gehen. 6, 7, 8, 9, 10. Super. Toll. So sieht's eigentlich aus. So, hier machen wir mal genau. War auch noch nicht gemacht. Die sollen zu jeder Stunde machen, was sie gerne wollen. Wenn sie müde sind, sollen sie schlafen gehen. So weiter und so fort. So. Wie sieht das Essen aus? Wir haben 22 Mahlzeiten. Reicht auf jeden Fall 1, 2, 3 Tage. Ja, das ist unser Neuer. Was macht er? Ruht sich mit anderen aus. Macht natürlich für den ersten Eindruck auf jeden Fall Pluspunkte. Wenn man ankommt und sich erstmal ausruht. 3 Kolonisten untätig. Warum untätig? Beobachtet den Sternenhimmel. Achso, aber ihr habt ja normalerweise Arbeiten. Ja, hier soll zum Beispiel sich in den Berg reinbauen. So, was müssen wir denn noch Schönes bauen? Was haben wir denn noch Schönes hier? Die Nähmaschine, den Schneidertisch. Den Herd. Das brauchen wir erstmal nicht. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist, glaube ich, noch eine Solaranlage. Die stellen wir einfach mal. Pum, 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 pum. Stellen wir einfach mal dahin. Natürlich wieder verbinden. Ist klar. So. Sollte, glaube ich, so funktionieren, ja. Damit unsere Batterien natürlich noch umgehen. Wie viel haben wir? 725 Stahl. Das ist sehr gut. Können wir eigentlich Batterieraum auch etwas vergrößern und neue Batterien dort reinstellen. Denn Strom braucht man immer, immer, immer. So, der nächste Schritt ist, hier unten die Gefängniszellen bzw. allgemein Räume erstmal zu erstellen. Aber natürlich auch, wenn denn Leute angreifen würden, könnten wir das als Gefängnis nutzen. Ja. So, wir spulen wieder wie verrückt, dass was passiert. Warum bringt eigentlich keiner hier das Leder weg? Wird nicht gesagt, dass da Leder oder... Ah. Textilien. Komplett. Ah, deswegen bringen sie es nicht weg. Jetzt müsste er es hinbringen. Ja. Deswegen also. Naja. Passiert. Das kann auch noch weg. Hier haben wir auch noch ganz viel Stahl. Das ist cool. Hab ich nicht gedacht, dass wir zu Anfang so viel Stahladern hier haben. Meine anderen Kolonie, die ich mal so ein bisschen geübt habe, um zu gucken, was man hier so alles machen kann, hieß ja noch mehr Stahl. Da musste ich über die ganze Karte immer laufen und irgendwie an Stahl zu kommen. Da haben wir hier echt, hieß... Oh, was war das? Hier war echt... Hier war echt Action gewesen mit den Tieren.
Ja, da musste ich, wie gesagt, über die ganze Karte laufen. Das war echt nervig. Silber haben wir hier noch. Darauf bin ich ja mal gespannt. Jadeader. So, der Batterieraum ist etwas größer geworden. Strom, Batterie. Zack und zack, zwei neue Batterien. Nennen wir das ganz cool. Der Bergarbeiter, der Tag. Ah, der schläft, okay. Dass wir das hier halt wirklich mal jetzt machen. So, wir haben hier innen 9 Grad. Sehe ich gerade. Darauf habe ich auch noch nicht geachtet. Da müssen wir also noch Heizgeräte einbauen. Ansonsten, wenn denn irgendwann mal der Winter kommt. Jetzt sind wir gerade im Frühling. Wenn immer der Winter kommt, dann haben wir Eiszapfen an der Nase. Oh, jetzt geht's los. Überfall, Überfall. Jetzt geht es los. Piraten von der Fraktion Gewalttätigkeit Haufen sind in der Nähe aufgetaucht. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. So, wir gehen mal hin. Einer ist es anscheinend nur. Banshee heißt der. Und hat nur einen Holzknüppel in der Hand. Kann aber damit ganz gut umgehen. Aber lieber Banshee, das wird für dich ein bisschen schwierig. Gut, er bereitet sich vor. Dann kriegen wir gleich noch eine Meldung, dass er angreift. Und so lange können wir... Oh, hier hätte man sich auch schön reinbauen können. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Wäre auch ganz cool gewesen. Der Eingang. Aber gut, wir sind hier. Und uns geht's bisher ganz gut. Noch hier irgendwas auf der Karte, das für uns interessant wäre, so. Da müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Aber so schlecht haben wir es ja hier auch nicht. Alles im Lot. Gut, wir müssen irgendwie eine Kampfstellung eingehen. Kampfmodus beenden. Du kommst mal hier hin. Du hast unser Gewehr, du kommst hier hin. Du hast eine Waffe und kommst... Du kommst mit der Waffe hier hin. Er hat ja mit Kämpfen nichts am Hut. Er soll mal machen, was er möchte. 3 Leute für den einen. Das sollte, glaube ich, kein Problem sein. Wir haben aber ein Problem, weil... Du musst mal schnell hier doch noch bauen. Bist doch unser Minenexperte, oder? Bau doch da mal bitte. Wieso hast du denn... Bist du wegen der Lampe da nicht hin, oder was? Mal spazieren. Wieso? Was machst du jetzt? Nee. Installieren. Aha, die Lampe war wirklich im Weg. Okay, das wusste ich nicht. Weil wir müssen, wenn der Typ jetzt hier wirklich kommt, was haben wir denn da? Ach, die Lampe, okay. Wenn der Typ jetzt kommt und wir den eventuell nur auf den Kopf hauen und der bewusstlos ist, brauchen wir auf jeden Fall da einen Raum, wo wir den einsperren können. Aber bisher... Stand der gerade da? Er greift jetzt an. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da kommt er. So, er schießt schon mal. Ich setze nochmal hier hin. Nein, das ist doof, das ist doof. Ah, wir haben unseren eigenen getroffen. Ja, gut. Du musst auf jeden Fall schnell... Oh, 42% Blutverlust. So ein Mist. Krankenbett. Du musst auf jeden Fall... ins Krankenbett. Wer ist unser Arzt? Der Arzt ist näher. Okay, du musst ihn verarzten.
So, was macht er jetzt hier? Repariert Sandsäcke. Du sollst nicht reparieren, du sollst hier schnell bauen, dass wir den Kerl da festnehmen können. Der ist nämlich noch bewusstlos. So, wir brauchen, machen wir mal eine Stahltür. Wir haben wenig Nahrung, 18 Stück, alles gut. Wir brauchen ein Holzbett. Und jetzt... Er kümmert sich jetzt um ihn, okay. Er füttert den Hund, auch gut. Arbeiter. Na komm, verarzt ihn schnell. Gut. Und jetzt bau hier. Los. Das Bett. Sehr gut. Und die Tür noch schnell. Und du sollst ihn gefangen nehmen. Hallo, könnt ihr den jetzt bitte mal... Keine Betten im Gefängnis. Ach so. Krankenbett und gefangen. Jetzt. Jetzt geht's los. Einmal fangen. Genau. Hey, 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 hey. Was für eine Aufregung. Was für eine Aufregung. So, da kommt er in seine Zelle. Da machen wir aber nochmal die Lampe nehmen. Installieren. Da, dahin installieren. So, da ist jetzt sein Bettchen. Und wir verarzten ihn natürlich auch. Und jetzt ist die Frage, bom, bom, wir geben ihm keine Medizin. Also wir behandeln ihn, aber geben ihm keine Medizin, weil die Medizin ist Gold wert. Und ich möchte lieber meine eigenen Leute mit Medizin versorgen, anstatt Gefangene, die ja noch nicht unsere Kolonie beigetreten sind. Und was hat er denn? Er hat Blutverlust am ganzen Körper, leicht. Oberkörper, Schuss und Prellung, Prellung, Schuss, Schuss, Stichnarbe. Pistole, Überlebensgewehr. Und da hat er auf die Nase gekriegt. So, jetzt geht's weiter. Gefängnis. Schwierigkeit der Anwerbung, 37%. Können wir auf jeden Fall schaffen, ihn für uns zu gewinnen. Und wir werden deswegen auch Anwerbungsgespräche mit ihm führen. Und ihn nicht exekutieren. So, kann er denn was? Achso, haben wir ja schon geguckt. Nahkampf, Fernkampf, 10 und 9 ist gut. Bergbau kann er auch ein bisschen was. Ah, der hat von allen ein bisschen was, hat zwar wenig Flammen, aber er kann was. Das ist gut. Ja, den müssen wir uns irgendwie... Müssen wir irgendwie gesund pflegen und dann für uns gewinnen. Ja, also man sieht, man braucht echt frühzeitig ein Gefängnis. Weil die Leute halt... früh angreifen. So, was haben wir? Man kann wieder laufen. Und Wisser ist vollständig erholt. Können wir das also wieder als normales Bett machen? Okay. Super. Warum schlagt ihr euch denn? Er hat eine Prellung. Takeo hat eine Prügelei mit Morse angefangen. Der Grund wurde verachtet. Okay, wir brauchen also wieder ein Krankenbett. Beide hauen sich jetzt. Das ist gut. Oder nicht gut. Aber sie haben sich jetzt wieder eingekriegt. Okay, was hat er? Eine Prellung. Viermal am Oberkörper. Oh. Prellung linker Arm, Prellung linke Hand. Tja. Dann musst du wohl mal ins Krankenbett gehen, bis du vollständig geheilt bist. Sag ja, hier sind echt lustige Sachen. Was ich da schon alles erlebt habe, warum die sich gehauen haben und oh, deswegen mag ich das Spiel so, weil es halt völlig zufällig ist, was da passiert. Das ist halt das Schöne. So, was macht unsere Forschung? Ja, ein bisschen was haben wir schon. So, wir spulen mal wieder vor. Die meisten Leute schlafen mehr. So, er hat ja jetzt noch keine Behandlung bekommen, oder? Nee. Das, wer ist denn der Arzt? Ach, die beiden schlafen. Das ist doch toll. Ich muss mal kurz aufstehen und ihn behandeln, bitte.
Es ist auch wichtig, dass man, auch wenn es nur eine Prellung ist, dass man die Leute behandelt. Weil wenn man sie nicht behandelt, kann es sein, dass... Ja. Eine Infektion, genau. Dass Sachen zurückbleiben und man halt, ja, nachhaltig dann doch irgendwie Probleme hat. Dass man einen Arm amputieren muss oder so. Ist an einer Infektion erkrankt. Der Infekt ist in ihrem rechten Arm. Ich stelle sicher, dass ein Arzt Sorge dafür, bla bla. Okay, das meine ich nämlich. Man muss es behandeln. Aber es sieht ganz gut aus. Ganz gut aus. Rückenschmerzen. Gut, weiter geht's im Geschäft. Er macht das zweite Zimmerchen hier fertig. Und macht gleichzeitig sauber. Das ist gut. Jetzt geht aber erstmal schlafen. So.